Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist tatsächlich richtig, eine Reform SGB VIII, KJHG, ist für viele von uns das Königsthema der Familienpolitik. Weil viele sagen von Bayern bis Schleswig-Holstein kommen aus der Kinder- und Jugendhilfe. Und viele wissen, was eine Reform für Auswirkungen haben kann. Und zwar gravierende Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse, gerade von Kindern. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir das sehr sorgsam uns hier anschauen, was die Bundesregierung, was das Familienministerium vorgelegt hat. Und es ist tatsächlich dann auch ein bisschen die Kür nach 4 Jahren großer Koalition oder 3,5 Jahren großer Koalition. Und ich muss eingestehen, es tut mir leid, Frau parlamentarische Staatssekretärin, die Kür ist das Gesetz noch nicht. Es ist nicht mal in Teilen Pflicht. Und da haben wir auch ganz deutliche Kritik. Warum ist das Gesetz so wichtig? Und warum sind Reformen so wichtig, auch zu überprüfen mit ihren Auswirkungen? Weil wir über Kinder und Jugendliche reden. Und im Übrigen will ich eins sagen, das ist die UN-Kinderrechtskonvention, das Grundgesetz, auch unser Verständnis. Kinder haben zum Beispiel ein Recht auf die Erziehung durch die Eltern. Und wenn Sie sagen, Sie möchten nicht, was wir auch nicht möchten, dass Kinder wieder zurückkommen in eine Familie, wo sie Gewalt erfahren, wo sie Missbrauch erfahren, dann ist es bereits heute so, dass es das nicht geben darf. Ich komme aus Hamburg, wir haben Fälle gehabt, wo Kinder, der Fall Jarmur ist, glaube ich, auch in ganz Deutschland bekannt, tragisch bekannt, wo ein Kind zu früh zurückkam zu den leiblichen Eltern und dann verstorben ist. Das darf es aber bereits heute nicht geben. Und wir warnen davor und wir haben große Sorgen, Frau Dörner, dass wir dann jetzt mit Gesetzesänderungen in wenigen Wochen das Kind mit dem Bade ausschütteln. Und das werden wir nicht tun. Und es gab Kritik, auch schon im ersten Entwurf, das, glaube ich, haben wir auch als Union deutlich gemacht. Wenn Sie so eine Reform auf den Weg bringen, dann ist das eine große Reform. 1990, 1991 hat man viele, viele Monate gebraucht, ja Jahre gebraucht, wo man gesagt hat, wir brauchen die Verbände, die Träger, die Betroffenen. Wir reden hier über viele Personengruppen, Interessensgruppen, übrigens auch über viel Geld. Über 7 Milliarden Euro Hilfen zur Erziehung. Der Aufwuchs ist uns allen bekannt. Da muss man auch mal fragen, wie sind die Strukturen? Die müssen überprüft werden. Aber all das muss dann gemeinschaftlich erfolgen. Transparent, offen. Ein offener Diskurs nach Möglichkeit am Anfang einer Legislaturperiode und nicht am Ende. Und deswegen muss ich sagen, ist die Kritik vieler Verbände auch berechtigt am Verfahren. Das sagen wir auch ganz deutlich. Und deswegen werden wir genau überprüfen, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen mit unserem Koalitionspartner, welche Änderungen können wir noch mitgehen. Wir werden überprüfen nach der Anhörung, die wir demnächst haben. Was ist auch noch machbar? Allerdings glaube ich sozusagen, dieser Prozess, dieses Verfahren, das muss man mal deutlich kritisieren. Und dann warne ich davor, dass man jetzt nicht kurzfristig noch Schlechtes macht, wenn man Gutes meint. Also Genauigkeit geht für uns in der Union vor Schnelligkeit. Das sagen wir ganz deutlich. Also einen sorgfältigen Prozess. Das haben wir übrigens so in der Koalitionsvereinbarung stehen. Einen sorgfältig strukturierten Prozess mit fundierter empirischer Grundlage. Wir wollen wissen, welche Auswirkungen haben denn welche Maßnahmen auch bei der Änderung KJHG, auch bei der Änderung natürlich BGB. Ich komme gleich zu dem einen Beispiel, was Sie auch mit angeführt hatten, was Ihnen wichtig ist, was uns wichtig ist, nämlich die Frage, wie geht es weiter mit Pflegekindern. Das heißt, Änderungen, die tragbar sind, Heimaufsicht, glaube ich, da sind wir sehr zufrieden mit, das ist eine gute Regelung. Wir haben auch erkannt jetzt, dass die Änderungen, Hilfen zur Erziehung wieder zurückgenommen wurden, dass es weiterhin die Hilfen zur Erziehung gibt und nicht nur Unterstützung sozialräumlicher Art, sondern wir weiterhin die traditionellen Hilfen zur Erziehung haben. Auch das war uns wichtig. Soweit werden wir uns das anschauen. Wir werden das eine oder andere noch intensiv diskutieren, möglicherweise Änderungsvorschläge einreichen. Wir werden aber auch bei einigen Dingen sagen, dass das mit uns nicht machbar ist. Und da komme ich ganz schnell schon zum Thema natürlich auch der Heimkinder, Verzeihung, der Pflegekinder. Also die Kombination 36a mit 91 und dann 1697 BGB. Und da ist es schon für uns, sind wir in großer Sorge. Wir verstehen, dass sehr viele Pflegeeltern sagen, wir haben die Nase voll auf Deutsch gesagt, von diesem Befristungsdogma, dass man nicht weiß nach 1, 2, 3 Jahren, was passiert denn mit der Bindung mit den Pflegekindern. Wir wollen auch dauerhaft irgendwie Stabilität haben. Das verstehen wir. Aber es wäre im höchsten Maße gefährlich, dass dieses abgelöst wird durch ein sogenanntes Kontinuitätsdogma. Dass man sagt, und das ist vorgesehen, wenn Sie sich das genau anschauen im Gesetz, dass man sagt, das Ziel ist es also für Kinder, dass es eine frühzeitige Perspektivklärung gibt. Sagt man zunächst einmal, oh, ist ja gut, frühzeitige Perspektivklärung, okay. Und dann guckt man aufs Kindeswohl. Das Kindeswohl wird dann definiert, auch und insbesondere über den Begriff der Kontinuität. Aber die Kontinuität als Maßstab für das Kindeswohl zu nehmen, ist zu wenig. Wir haben die Verpflichtung nach dem Grundgesetz, wir haben die Verpflichtung sozusagen ethisch-moralischer Ansätze, dass wir sagen, wenn wir den Ansatz umsetzen wollen, dass weiterhin die Eltern das Recht haben, und zwar die Eltern, die dann auch nach einer kurzen Zeit wieder in der Lage sind, sich um ihre Kinder zu kümmern, dass diese Eltern das Recht haben, auch wieder sozusagen über eine Rückkehroption die Betreuung ihrer Kinder
oder die Verantwortung für ihre Kinder zu bekommen, dann müssen wir genau überprüfen, ob das damit erfüllt ist. Und da haben wir große Sorge, dass wir dann das erleben, was wir sehr häufig erlebt haben in den letzten Jahren, dass Menschen zu uns gekommen sind, die haben uns gesagt, sie kommen nicht mehr an die Kinder ran. Sie wollten eigentlich nur eine Kurzzeitpflege, weil sie überfordert waren, kurzfristig in der Situation, ein halbes Jahr, ein Jahr. Und diese Eltern kommen in Teilen nicht mehr an ihre Kinder, beziehungsweise die Kinder kommen nicht mehr zurück. Und deswegen haben wir in diesem Bereich, das sage ich ganz offen, große, große Probleme. Bei uns steht das Kindeswohl im Mittelpunkt. Das heißt aber auch, dass wir sehen müssen, wie können wir die leiblichen Eltern stärken. Wie können wir auch die Qualifizierung der Pflegeeltern stärken. Wie können wir auch überprüfen, in welcher Art und Weise man dann auch überprüft, wo und in welcher Situation die Kinder am besten zurechtkommen. Und eins auch noch gesagt, weil in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion es nur heißt, Pflegeeltern, leibliche Eltern. Schauen Sie ins Gesetz. Es geht auch um die Heimerziehung. Und da sage ich ganz deutlich, das ist ein Problem. Denn Heimerziehung Kollege hat Weinberg. Nichts zu tun. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Heimerziehung hat nichts mit Bindung zu tun. Gar nichts. Und genau deshalb werden wir uns in diesem Bereich das Gesetz sehr intensiv anschauen und in weiten Teilen die Diskussion mit der SPD führen. Darauf freue ich mich, auch auf die Anhörung freue ich mich. Allerdings sei diese Kritik auch hier an dieser Stelle angebracht. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Katja Dörner für die Fraktion.